Verborgen in einer uralten Stadt befindet sich ein kleiner Laden mit seiner grünen Tür. Sobald du über seine Schwelle trittst, verstummen die Geräusche des täglichen Lebens. Die alten Bücher, geheimnisvollen Statuen und mysteriösen Gegenstände leuchten in einem schwachen Schein. Und vor dem Kamin steht ein großer Sessel, der auf dich wartet. Willkommen in der Welt von Beyond. Dies ist dein magischer Moment. Während du es dir hier gemütlich machst, möchte ich dich vorbereiten auf deine Reise in deine grenzenlose innere Welt. Atme einmal tief ein und wieder aus. Und lasse langsam all die Anspannung des Tages los. Während du atmest, spürst du, wie deine Muskeln sich immer mehr entspannen und ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit breitet sich langsam in dir aus. Nimm noch einen tiefen Atemzug und erlaube beim Ausatmen, dass der Stress der letzten Tage, vielleicht sogar Wochen, von dir abfallen darf. Diese Zeit ist für dich. Deine Reise beginnt jetzt. Du stehst auf einer Wiese, die sich weit erstreckt und in einen Wald mündet. Ein kleiner Weg führt über das Gras und in den Wald und du folgst ihm. Du hörst den Gesang der Vögel und spürst die sanfte Brise des Windes über dein Gesicht streichen, als du aus der Ferne einen süßen Klang von kleinen Glöckchen hörst, die dich rufen. Während dein Weg an einem großen, alten Baum vorbeiführt, siehst du vor dir einen natürlichen Torbogen. Er besteht aus zwei jungen Bäumen, die sich einander zuneigen. Nur noch wenige Menschen wissen, dass solche Torbögen den Eintritt zu einem Ort bilden, an dem ein ganz besonderes Volk lebt. Du gehst durch den Torbogen hindurch und hörst eine wunderschöne Musik, während du diesen ganz besonderen Ort betrittst. Lichter tanzen und du riechst den Duft der Blumen, als du aus deinen Augenwinkeln die Umrisse von Wesen siehst, die neben dir gehen. Sie haben lange, glänzende Haare und kleine Lichter scheinen sie zu umgeben, wie Juwelen. Aber als du dich ihnen zuwenden willst, werden sie unsichtbar und nur noch die kleinen Lichter erfüllen die Luft. Während du weitergehst, spürst du, dass das Gras so weich unter deinen Füßen ist. Der Wald wird dichter und die Äste reichen weit hinauf in den Himmel. Du schaust nach oben und siehst eine kleine Anhöhe,
die von einem mächtigen Baum gekrönt wird. Seine gigantischen Wurzeln ragen aus dem Gras heraus und zwischen ihnen sitzt der Herrscher dieses Landes. In seinen Händen hält er eine silberne Schüssel, aus welcher Licht herunterfließt, wie ein Wasserstrom. Und seine Augen sprechen zu dir von einer uralten Weisheit, die längst vergessen scheint. Wieder hörst du die Glöckchen und eine Hand berührt dich sanft an deinem Rücken. Sie führt dich nach vorne und du trittst ein in den Strom aus Licht. Du machst noch einen weiteren Schritt, bis du unterhalb der silbernen Schüssel stehst und das Licht wie ein sanfter Wasserfall auf dich fließen kann. Das Gefühl ist mit Worten nicht zu beschreiben. Das flüssige Licht erfüllt deinen Körper. Es strömt durch deine Muskeln und dein Blut und durch jede Zelle deines Körpers. Du spürst es auf deiner Haut und auf deinen Lippen. Dieses Licht bringt dir so viel Kraft und bedingungslose Liebe. Es ist voller Fürsorge, Hoffnung und Leben. Das Alte, alles, was du in dir festgehalten hast, wird von dem Licht gereinigt und fließt mit dem Strom fort, während neue Energie dich erfüllt. Du hast das Gefühl, dass du dort für immer stehen könntest, während in dir das Licht eine so wohltuende Wandlung kreiert. Du weißt, dass die Zeit gekommen ist, mit deiner Wahrnehmung wieder in die äußere Welt zurückzukehren. Du schaust noch einmal zurück in deine innere Welt. Bis zum nächsten Mal, hörst du eine Stimme sagen, die scheinbar aus dem Nichts kommt. Und du weißt, dass du jederzeit hierher zurückkehren kannst. Das Geschenk, welches du heute hier erhalten hast, hast du in mir aufgenommen. Und du bedankst dich dafür, über deine Gedanken. Hier endet unsere kleine Reise. Aber wenn du nun den kleinen Laden in der uralten Stadt wieder verlässt, wisse, dass er stets auf dich wartet, um dich auf eine neue Reise in deine grenzenlose innere Welt einzuladen.